Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir sind jetzt wieder im normalen Spielmodus, weit weg von diesem echt momentan nicht gut funktionierenden PvP-Modus. Das läuft halt momentan gar nicht. Ihr fragt euch sicherlich, Zero, hast du denn einen besseren Vorschlag für den PvP-Modus? Ja, das habe ich. Oh, ich bin überladen. Sie hat mich überladen. Ich bin noch gestorben. Naja, jedenfalls, ich habe einen besseren PvP-Modus in meinem Kopf. Und zwar gibt es ja diese Top 3, die gesucht werden. Ne? Also sie sind ja eigentlich gesucht, weil sie auf den Top 3 sind. Wieso sollte ein Spieler, der momentan am Questen ist, also gesucht werden, wenn er nichts Böses gemacht hat, außer... Meine Königin. Außer irgendwelche Monster zu killen. Oh, legendär. Scheiße. Wir haben ein kleines Problem. Ich will an diesen legendären dran, aber das ist eine Milo-Königin und die ist mir ein bisschen im Weg. Ja, ja, ja. Bleib stehen. Ich hasse dich. Wie komme ich an der vorbei? Wenn ich die angreife, ist sie hinter mir her. Jedenfalls, wenn im PvP-Modus Leute auf Top 3 sein sollten, dann Leute, die irgendwie menschliche Spieler angreifen oder looten. Dieses ganze... Oh, ich kann nicht laufen. Ich habe auch kaum Munition. Oh Mann. Ich habe auch keine Stims. Ja, dieses ganze gesucht werden, wenn du jemanden sein Zuhause aufknackst, das sollte aus dem PvP-Modus verschwinden. Dafür sollte man einfach Punkte kassieren fürs gesucht werden. Ganz einfach. Ja, ich kann hier leider nicht lange überleben, weil ich keine Stims habe, aber ich will diesen legendären haben. Ich will ihn nur mitnehmen. Oh Gott, ich stirb, bevor ich sterbe. Oh Gott, ich leide immer noch weiter. Was mache ich denn jetzt? Ich habe noch gesucht, ja. Ich bin doch sneaky. Was habe ich hier am Start? Die Armbrust, die wird mir jetzt schlecht helfen. Der Legendäre müsste herkommen, aber ich habe auch zu wenig Leben. Jedenfalls, die ganzen Sachen, für die du eigentlich im PvE-Modus gesucht werden würdest, wo du Kronkorken auf den Kopf kriegen würdest, das sollte diese Punkte quasi sein, wo du auf Platz 1, 2 und 3 bist. Das heißt, je schlechter, je menschenverachtender, je schlechter, je Raider-mäßiger du bist, umso weiter oben solltest du sein. Wenn du irgend so ein kleiner Dude bist, der auf Monster schießt und quasi was Gutes tust, solltest du nicht auf Platz 3, 1 oder 2 oder 3 landen. Das ist doch Schwachsinn. Wieso sollte ich gesucht werden, derjenige, der gerade eine Quest macht? Das ist unspielbar, wenn man einfach nur questen möchte. Naja. Wir haben noch ein bisschen aufbereitetes Wasser drin, ne? Ich müsste eigentlich was kochen irgendwo. Okay, ich wurde vergessen. Im besten Falle umgehen wir die Königin, töten den Legendären, nehmen ihn mit, hoffen, dass dann das hier noch da ist. Aber ich muss erstmal mein Zeug loswerden. Wieso wiege ich jetzt so viel? Ich konnte doch vorher auch schon laufen, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Halt, hier ist doch ein... Hier ist ein Haus in der Nähe. Da gehen wir hin. Aber erst brauche ich... Bist du tot? Wieso bist du tot? Du kannst das nicht gewesen sein. Jedenfalls haben wir ein Nudelholz bekommen. Ist das nicht toll? Ich finde auch. Das ist das Beste, was wir überhaupt bekommen konnten.
Senkt den verursachten Schaden des Ziels 3 Sekunden lang um 20. Ja, hört sich schon mal ganz gut an. Leider ist das Nudelholz. Naja. Wieso ist der gestorben? Wieso sind die beiden gestorben? Ich habe nicht mal Erfahrung dafür bekommen. Die sind einfach umgekippt. Oder gehörten sie zur Monstermanie? Kann sein, dass die zur Monstermanie gehört haben, aber das Event ist doch noch da. Hat jemand von euch eine Erklärung, was gerade passiert ist? Ein anderer Spieler ist hier nicht in der Nähe. Der war gerade da hinten. Und ich glaube nicht, dass er von da hinten nach da die Mutti getötet hat. Das bezweifle ich stark. So, gehen wir erstmal darüber. Und versuchen erstmal unser Zeug loszuwerden. Naja, das Gute ist aber, ich habe den Legendären angeschossen und habe dadurch den Loot bekommen. Das sind immerhin 3 Legendärpunkte, die ich da rausholen kann. Also ganz umsonst ist das ja nicht. So, Frage ist, kann ich jetzt bei mir immer noch verkaufen? Ja. Nein, mein Camp ist kein Laden mehr. Warum nicht? Vielleicht ist ein Generator kaputt. Das kann sein. Vielleicht wurde ich angegriffen. Vielleicht war es auch ein anderer Spieler. Aber allein schon die Tatsache, dass die sich da bekriegt haben ohne Ende, also wirklich ohne Ende, und ich dann auf Platz 1 war. Ja, ist klar, wenn die sich gegenseitig abballern, dass wenn sie beide tot sind, verlieren sie die Ränge und sind natürlich unten. Und ich bin dann oben. Ich meine, ich kann es verstehen, dass man Punkte durchs Überleben und so weiter bekommt. Aber bitte doch nicht so viel. Nicht so viel. Okay, ich könnte hier kochen. Bitte sei offen. Ja, danke, dass du die Tür offen gelassen hast. Das wäre sehr nett von dir. So, 10 mm. Komm schon, bitte. Oh. Naja, schade. Na cool, ich werde sogar hier beschützt. Erstmal ist hier weg. Plasmagewehr. Ich meine, Stefan hat natürlich Wumms drauf, aber kommt auf meine 10 mm nicht ran. Finde ich ein bisschen schade. Wieso kommt deine 10 mm nicht ran? Ich meine, das sind 200 Schuss. Mit einer Feuerrate von 3. Ja gut. Wenn man so meine 10 mm anguckt, die ich hoffentlich nicht verbrannt habe, da habe ich eine Feuerrate von 43. Das heißt, mit 4 Schüssen bin ich auch schon bei 200 Damage. Ah. Aber Stefan ist halt ein Mittel, das man einsetzen kann. Das Einzige, was mich halt stört, dass wir von Stefan keinen guten Legendären haben und auch vom schleichenden Tod. Ich brauche einfach eine legendäre 10 mm. Wenn ich das eines Tages bei der ollen Trulla dann bekommen könnte, ich wäre so glücklich. So, da bräuchten wir auch noch ein paar Mods. Ja, du mich auch spielen. Ja, zumindest sind wir jetzt leichter, ne? Ja, wir sind schon fast an der Grenze. Da müssen wir uns echt was überlegen. Okay. Das Event ist noch da. Wenn... Oh, ich bin am Verhungern. Aber ist auch kein Problem. Wir haben jetzt gerade gewackelt. Wir können uns hier einfach was kochen. Und dann will ich gucken, was das für ein Event ist. Es gibt 2 Eventtypen. Einmal, wo ein Legendärer rumläuft und einmal, wo du halt die Fährte aufnehmen musst. Und die Fährte aufnehmen finde ich kacke. Also werden wir nur mal kurz reingucken. Nebelkriecher. Weichschalen, irgendwas. Meierlockfleisch. Leuchtendes Steak. Sehr schön. Alles klar, dann essen wir kurz mal was, bevor wir sterben. Alter, ich bin richtig am Hunger. Mein ganzes Essen, was ich gerade bekommen habe, ist weg. Giftiges Wasser haben wir 12 Stück dabei. Okay, das sind auch noch ziemlich Gewicht. Die wir vielleicht sogar loswerden könnten, indem wir sie einmal ganz kurz... zu trinkbarem Wasser verwandeln. Abgekochtes Wasser.
Oh, ich habe giftiges Wasser. Ich habe giftiges Wasser dabei. Was soll's? Ne, gut. Wir sind jetzt wieder full live. Haben wieder Leben. Wir haben jetzt zwar keine Stims, weil irgendein Arschloch uns 50 Mal getötet hat. Ja, es tut mir leid, aber das musste jetzt mal gesagt werden. Gib mir Wasser. Ich weiß, ich klaue gerade, aber ist mir egal. So. Oh. Hallo Bonsart, ich bin weg. Ich habe dir nichts geklaut. Ich bin lieb. So, das einzige Problem, was ich jetzt hier sehe, wir haben natürlich keine Stims. Ne? Deswegen wir jetzt natürlich ein kleines Problemchen haben, wenn da wirklich Legendäre rumlaufen. Ja, wir schauen einfach mal. Gehst du auf mich? Okay, wir sollten hier weg. Das ist kacke, dass hier gerade Party angesagt ist. Wo ist denn das Event? Okay, finde den Ursprung. Okay, das ist kacke. Das wollen wir nicht machen. Ich finde die Horden geil, wo einfach nur ein Legendärer rumhängt. Du den abknallst und du den Loot bekommst. Das sind die geilsten Quests. Da hat er schon oft irgendwie Maulwurfsrattenhorde. Dann rennst du hin, siehst deinen Legendären, schießt ihn ab. Event geschafft. Das sind die besten Events. Event kryptisch. Oh Gott. Ist da jemand anderes noch am Start? Wenn da jemand anderes noch am Start ist, könnten wir es versuchen. Oh Gott, ich kann nicht in die Richtung? Okay, kein Problem. Die Brandbestie ist weg. Und die zerprügeln wir einfach. Ja, ich bin ein Feigling. Ich lauf weg. Das nennt man Hit and Run. Sie ist hier! Sie ist hier! Ich wollte mich doch nicht mit dir anlegen. Übrigens, ja, unsere Quest hat sich zurückgesetzt. Das war auch der einzige Grund, warum ich noch im PvP-Modus war, wo wir das wöchentliche geschafft haben. Ist die Brandbestie gelandet? Ja. Ja, bleib mal ruhig da hinten. Da habe ich kein Problem mit. Oh. Lieb ich. Eines Tages siedle ich mich einfach hier an, wenn hier irgendwo Blei ist. Und dann setze ich mir da, oh, einen Riss. Ein paar Geschütze hin. Und dann knalle ich sie einfach alle ab. Allesamt. Sie werden alle leiden. Dafür, was sie mir angetan haben. Wir könnten bis zu dem Haus gehen. Der hat bestimmt Verteidigung da hinten. Oh, das ist eine Powerrüstung. Die würde ich ehrlich ganz gerne mitnehmen. Oh, ein Stim. Ja. Okay, komm mal rein. Ich hoffe, hier bin ich ansatzweise in Sicherheit. Aufbereitet das Wasserblutpaket. Kannst du mich in Ruhe lassen? Oh, das ist aber nicht von dir. Endlich mal eine Brandbestie, die aufs Wort hört. Oh. Bin tot, bin tot, bin tot, bin tot. Ich dachte, sie wollte weggehen. Ja, die Stufe 80, die kriege ich nicht so leicht. Oh. Wir verstecken uns hier einfach. Ich gehe hier einfach rein. Was gibt's denn hier so Schönes, wenn wir schon mal hier sind? Ein Schrank, safe, whatever. Dass das hier durchkommt, durch die Wände hindurch, das ist doch nicht euer Ernst, Bifester. Wer macht denn sowas? Ja toll, jetzt habe ich die Mini-Atombombe eingesammelt. Ich hätte mich gleich vergessen. Wie? Oh, wie ist es möglich? Stepboy. Nur die Power-Rüstung.
Ja, das sieht gut aus. Schleichen wir uns mal raus und gucken. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Meine Powerrüstung ist am Arsch. Zumindest die Schuhe. Okay, wir schleichen uns zur Powerrüstung. Ich finde schön, wie ich in meiner Powerrüstung übrigens unsichtbar werde, wenn ich stehen bleibe. Haha, zu spät. Ich hab sie. Okay. Jetzt hoffe ich, dass ich schnell reisen kann. Okay. 30 Sekunden. Komm schon. Mach keinen Blödsinn. Er weiß nicht, wo ich bin. Ich bin versteckt. Ich bin safe. Ah! Und wir haben die Powerrüstung. Sehr schön. Ja, ich habe nämlich meine letzten Powerrüstung verloren durch einen Bug. Und zwar habe ich meine Powerrüstung nacheinander aufgestellt, um sie zu sortieren. Eine habe ich fertig sortiert und in mein Inventar gepackt. Und bei den letzten beiden ist das Spiel ausgefallen. Und wisst ihr was? Die standen dann auf dem Server. Die waren nicht mehr in meinem Inventar. Ja, das war schon schön. Das war schon schön. So, ich will nämlich von jeder Powerrüstung ehrlich gesagt einen haben. Nur deswegen mache ich den Kram hier. So, erstmal gucken, wie es meinen Sachen geht. Wieso bin ich jetzt überladen? Bin doch hierher gereist. Nee, mein Generator kann nicht kaputt sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Energiepylon. Man kann doch bestimmt alles reparieren. Wo habe ich die Gerätschaft aufgestellt? Oh Gott. Ich weiß nicht, wo ich sie aufgestellt habe. Ach da. Da steht sie. So. Alle Gebäude reparieren. Wieso geht das nicht? Die sind doch offensichtlich kaputt. Kann ich absichtlich irgendwas kaputt machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann mein eigenes Camp nicht kaputt machen. Aber das regt mich gerade schon auf, weil das hier ist der Energiepalon, der anscheinend kaputt ist. Judith. Weißt du was? Dann mache ich dich weg. Oder mache ich da einen neuen hin? Ja? 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 Ja, bau es hin! Das Spiel verarscht mich, ey. Energiepylon 1. Ja, dann baust doch irgendwo hin. Wollte ich mich jetzt verarschen eigentlich? Kein Problem, wir haben hier noch ein paar zu stehen. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Kannst du dich jemand anderen nerven? Alter. Ich drehe hier durch. Konnte ich deswegen nicht bauen? Wieso ist mein Hammer blutig? Der war noch nie blutig. So. So. Wieso habe ich keinen Shop mehr? Allerdings ist mir gerade eingefallen, es könnte sein, dass das ein Update kam, dass dein eigenes Zuhause nicht mehr als Shop angezeigt werden kann, damit du es leichter findest. Wir nehmen einfach mal an, dass das so ist. Nö. Nö, ja. Und dann verkaufen wir unser Zeug. Aber zuerst gehen wir hier raus. So.
Dann nehmen wir unseren Grepp. So, dann kommst du mal mit. Ich hatte eine Chassis übrig. Die wäre jetzt für die Ultrazit ganz gut geeignet gewesen. Aber die ist ja jetzt weg. Ah, ich habe noch zwei. Ist gut. Das ist gut. So, was habe ich jetzt an Chassis hier drin? Ich habe jetzt... Ach, habe ich die doch wieder zurückbekommen? Das kann sein. Okay, wir müssen die Chassis, also ich werde die Chassis demnächst mal überprüfen. Und dann schauen wir mal. Aber erstmal möchte ich mein Zeug loswerden. Wenn ihr auf eure Map guckt, seht ihr euer Zuhause jetzt als Shop oder nicht? Das würde mich mal interessieren, weil wenn jetzt keine Sau was kaufen kann aufgrund eines Bugs, dann muss ich mein Haus neu bauen. Das wäre kacke. So, was haben wir denn? Fischers Fritz. Das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Ich denke, die Waffe ist auch nicht so gut, ne? Erstmal das Nudelholz. Auch 5 Stück haben wir dafür bekommen. Nice. Ja, 50% mehr Schaden. Wenn die Gesundheit deines Ziels unter 40% liegt. Es bringt mir halt nichts. Da habe ich bessere Waffen. Das ist das Problem. Ich habe halt bessere Waffen. Und die gucken wir uns nochmal genau. Wait. Hallo? Sido? Das ist Sido. Hey, Sido. Ach, toll. Egal. Also, Fischers Fritz. 30% Schaden gegen Meyerlurks und Insekten. Kritische Schüsse im Watz verursachen 50% Schaden. Mit jedem Treffer im Watz füllt sich dein Balken für kritische Treffer um 15% schneller. Das ist, an sich ist das gar nicht mal so schlecht, wenn man jetzt gegen eine Mudi kämpft. Gegen eine Meyerlurk-Mudi. Dann ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Allerdings will ich eine 20 Kilogramm Waffe ungern mit mir rumschleppen. Wir werden sie einfach verkaufen oder versuchen zu verkaufen. Wir wissen alle, dass wir keine Ahnung haben, ob es funktioniert, bis jemand in die Kommentare schreibt, dass es geht. Naja. Und ich weiß, wir machen heute ziemlich viel Zeug, das keinen Sau interessiert. Aber es ist mir egal. Nach den letzten 3 Folgen ist es mir egal. Ich habe auch mal ein bisschen Entspannung verdient. Ich will nicht immer getötet werden. Also haben wir heute eine legendäre Kreatur getötet. Ich bin sehr stolz auf uns. Jo. Ich wollte was verkaufen, ne? Es stört mich ein bisschen, dass das Ganze jetzt nicht als Laden angezeigt wird. Das verunsichert Spieler. Es verunsichert einfach Spieler. Ach, ich kann es ja gar nicht reintun. Also... Ich denke, den Preis müssen wir anpassen. Schaden gegen Tiere kann eigentlich weg. Schaden gegen Spieler kann auch weg. Der ist gar nicht mal so schlecht. Ist Vampirs. Was haben wir denn da? Achso, da. 50% Körperteilschaden, Gewicht um 90% reduziert, regeneriert deine Gesundheit für kurze Zeit, wenn du einen Gegner triffst. Ja, das mit Gewicht reduziert um 90% finde ich ultra geil. Die anderen beiden Sachen sind aber scheiße. Deswegen wird das auch keine Sau kaufen, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir müssen Sachen verkaufen, die auch wirklich jemand kaufen möchte. Wie Fischers Fritz für 2500. Könnt ihr haben, wenn ihr das Event verpasst habt. Kommt zu mir, Leute, hey. So, dann verkaufe ich noch die Laserpistole für 1500. Also gut ist die auch nicht. Ja klar, du kriegst Schadensresistenz, wenn du nachlädst, aber der Sinn im Kämpfen ist es nicht nachzuladen, sondern zu schießen. So, die Körperteilkanone, die wollte ich wegmachen, ne? Ja gut, und der Rest kommt weg. Ein bisschen Management heute
dann passt das schon. Bin ich überladen? Nein. Wir machen heute dafür ein bisschen länger, aber alles nur Management. Ne? Dass wir morgen ganz normal weiterziehen können, dass sich keiner beschweren kann. Dann machen wir vielleicht einmal alle zwei Wochen, machen wir mal so eine Folge, wo wir einfach nur uns quasi ein bisschen managen. Und ich finde das vollkommen in Ordnung. Ich könnte das alles auch privat machen, aber ich weiß nicht. Ich finde es immer schade, Dinge aus einem Let's Play rauszunehmen, die einfach grundsätzlich dazugehören. Ich meine, wenn ich jetzt von A nach B laufe und da passiert nichts und ich auch nichts zu reden habe, dann schneide ich das weg. Klar, logisch. Ich meine, wen juckt's der Weg von A nach B? Man sagt zwar immer, der Weg ist das Ziel, aber nein, das Ziel ist das Ziel. So. Achso. Wie, den Rest kann ich nicht verkaufen? Wie? Ja, guck mal, das ist eine legendäre Waffe. Und das auch, und das auch, und das auch. Was ist an denen anders? Der ist 40 wert. Warum kann ich die nicht verkaufen? Wieso kann ich die nicht verkaufen? Wieso kann ich die nicht verkaufen? Wieso kann ich nicht verkaufen? Leute, schlagt mich ins Gesicht. Ich hab das verdient. Oh. 40. Ich bin nahezu gewillt, noch einen anderen Dreier zu verkaufen, aber wir lassen es. Was soll's. Wir können eh nur einmal die Woche, was weiß ich, ich glaube einmal am Tag oder so, einmal die Woche können wir eh nur einen legendären herstellen, deswegen, was soll's. Ich nehme heute noch den ganzen Tag auf. Ereignisse, tschüss. Hauptquest, tschüss. Die machen wir erstmal nicht. So, ich würde sagen, wir rüsten mal die Armbrust aus. Wir gehen noch mal kurz nach Hause. Ah, jetzt bin ich wieder. Ach, zwei Waffen? Nein. Nein, 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 nein. 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 Oh, das habt ihr nicht gemacht, Bifester, bitte nicht. Ihr habt alles aus den Shops entfernt. Oder wurde ich leer gekauft? Ich bezweifle stark, dass ich leer gekauft wurde. Oh, es ist alles weg. Oh, das erklärt einiges. Oh, ich mache das gleich, währenddessen wir die Folge wechseln. Dann packe ich alles wieder rein. Das fasse ich nicht. Ich fasse das einfach nicht. Habt ihr nicht gemacht? Nee, 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 nee. Oh. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte irgendwas noch zu Hause machen, bevor ich die Folge beende. Mir fällt's nicht ein. Irgendwas wollte ich noch Wichtiges machen. Aber egal, ich würde sagen, ich manage hier jetzt den langweiligen Kram noch weiter. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge total gemanagt und total alles wieder eingepackt in meine Shops. Haut rein, euer Zero. Tschüss.